Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eine reale Welt in Minecraft importiert und zwar das Ganze ganz ohne einen einzigen Mod. Viel Spaß! Im ersten Schritt geht ihr auf die Seite worldpainter.net oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung und downloadet und installiert euch das Programm WorldPainter. Im nächsten Schritt geht ihr auf den zweiten Link in der Videobeschreibung, was bei euch ungefähr so aussehen sollte. Und dann geht ihr oben in die rechte Ecke und aktiviert alle drei Haken. Und dann zoomt ihr dahin, was ihr importieren wollt. Und ein Tipp, zoomt nicht zu arg rein, denn sonst wird es so weißlich, wie man jetzt gerade sieht. Ich nehme jetzt hier den Bereich um Korsikas Zipfel, sage ich mal. Und lass es kurz laden und sehen uns dann wieder. So, ich habe jetzt hier die Stadt Bastia ausgewählt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass ihr die Sachen hier anlasst und somit überall, wo die türkisen Linien sind, sozusagen das Level auf 0 ist. Das heißt, hier in dem Bereich habt ihr relativ viel auf 0. Oder ihr macht das Ganze aus. So. Das oberste lasst ihr an, die obersten zwei, sodass ihr einfach nur das Terrain habt. Und wenn ihr jetzt euch entschieden habt, ich nehme jetzt mal mit dem, und dann drückt hier auf Export, dann sollte ein Fenster bei euch auftauchen und dann klickt ihr da auf der Datei speichern und OK. Als nächstes öffnet ihr World Painter, geht hier oben auf File, Import New World, From Highmap und dann wählt ihr hier oben eure Bilddatei aus, drückt hier auf Open und dann habt ihr im Prinzip euer Bild hier drin mit den Höhendaten. Dann könnt ihr hier noch die Version auswählen, hier das Wasserlevel verändern, mache ich jetzt mal auf 7 und anschließend könnt ihr hier unten auf OK drücken. So, wenn ihr jetzt hier drin seid, merkt ihr, dass ihr hier unten einen Wasserrand habt. Den könnt ihr entweder wegmachen oder da lassen. Und wenn ihr euch entschieden habt, könnt ihr hier oben auf File, Export, Export as New Minecraft Map oder ihr geht hier direkt auf Export the World to a Minecraft Map klicken. Dann erscheint hier euer Speicherort. Hier könnt ihr noch den Namen festlegen. Hier könnt ihr den Rand der Karte, also wie das hier an den Rändern aussehen soll, ob es keine Trennung zwischen dem Seed und der hier Custom Map sein soll oder ob ihr nichts haben wollt, Wasser oder Lava. Hier unten könnt ihr den Seed festlegen. Hier unten könnt ihr euren Modus auswählen und wenn ihr euch dann entschieden habt, klickt hier auf Export und dann sehen wir uns in Minecraft wieder. In Minecraft angekommen, könnt ihr auch schon eure Tutorial-Welt sehen, eure importierte Welt und die lassen wir jetzt mal kurz laden und wenn sie geladen hat, könnt ihr auch schon loslegen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass hier durch die türkisen Linien jetzt hier noch überall so Löcher sind, könnt ihr natürlich, sag ich mal, stopfen. Und hier seht ihr dann die Meereshöhe, ist, wenn man vom Bedrock ausgeht, 7 Blöcke. Also wir messen mal aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also stimmt. Und ja. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.